Hammer, Jörg, das ist doch der Hammer hier, oder? Der absolute Hammer. Hammer, mach mir keinen Blödsinn da. Du bist mein Winnie-Du. Ich hab Freibad auf Kroatisch. Leute, wo bin ich denn hier? Das ist ja das reinste Paradies hier. Jetzt guckt euch das an. Lauter Wasserfälle. Das ist ja der absolute Hammer. Schatz. Ich komme mir vor, als ob ich Sushi bin. Ich bin ja mitten im Wasser. Ich weiß gar nicht, wie wir hingekommen sind. Naja, mitten im Wasser noch nicht, aber es ist rauscht so sehr. Das ist der Megaplatz. Ich habe noch nie so einen geilen Platz. Also es ist wirklich der Hammer. Schon die Antwort war der Hammer. Oh, wie da. Dicke Bertha. Das ist jetzt die Brücke, über die wir sollen. Und jetzt? Geht's links oder rechts? Rechts. Kann ja eigentlich nur rechts. Wo sind sie hier? Das kann es gar nicht. Ja. Das ist doch der Oberknaller. Und ich komme echt vor wie Sushi. Und du bist mein Panorama-Rundfahrt. Ja, genau. Und du bist mein Winnie-Tu. Und wer fehlt jetzt noch? So, jetzt zeigen wir euch diesen Platz. Wir zeigen euch den Platz. Wahrscheinlich hören die uns gar nicht, weil der Wasserfall, der fällt und macht und du. Aber man muss schreien. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Es ist einfach. Dieser einfache Campingplatz liegt inmitten einer wirklich atemberaubenden Landschaft. Gepaart mit diesen Wasserfällen und das unglaublich schöne grüne Wasser des Cermania-Flusses entsteht so eine ganz besondere Atmosphäre. Auch wenn der Sanitärbereich ein bisschen in die Jahre gekommen ist und es nur 2 Duschen und Toiletten gab, das haben wir für diesen tollen Platz gerne in Kauf genommen, zumal wir ja alles an Bord haben. Unmittelbar am Platz gibt es ein ausgezeichnetes Restaurant. Wir haben dort nicht nur gut gegessen zu einem fairen Preis, sondern waren überrascht über die vegetarische Auswahl. Das Foodhaus Cermania hat übrigens eine tolle Internetseite und dort findet ihr auch die Menüs mit aktuellen Europreisen. Die Schlucht von Cermania und die Wasserfälle haben sich mittlerweile zu einem beliebten Ausflugs- und Badeziel entwickelt. Daher lohnt es sich vielleicht eher in der Nebensaison dorthin zu fahren. Also ich denke mal, im Sommer wird das hier richtig voll sein. Und dann gab es doch tatsächlich eine zweite Entdeckung. Ist da auch noch ein Platz? Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Es lohnt sich immer noch ein bisschen weiter zu gucken, denn wir haben jetzt gerade was entdeckt. Dieser Platz hier, der liegt unmittelbar hinter dem Platz, wo wir jetzt stehen. Ich habe hier direkt Prospekte bekommen. Hier kann man nicht nur wunderbar mit seinem Fahrzeug stehen, mit einem Van oder mit einem Camper. Man muss nur gucken von der Länge her. Es sind nicht so viele große Plätze und es gibt auch nur 3, maximal 4 Plätze. Das heißt, reservieren in jedem Fall. Die Saison beginnt ab 1. Mai und endet Ende September. Ein Pool ist dabei, der vor 2 Jahren gebaut worden ist. Es gibt wunderbare, saubere, moderne, kleine Sanitäranlagen sanitär. Und vor allen Dingen, wenn hier nur 4 Camper stehen, dann hat man die ja fast wie ein Privatbad. Denn die Häuser und auch das Stonehouse zum Beispiel, das habe ich eben gefilmt, bin da rein, wunderschön. Und auch die kleinen Häuser, die haben nochmal separate Toiletten für jedes Haus. Was ich auch ganz besonders finde, ist nicht nur, dass wir hier eine super schöne Natur haben und eine super Location, sondern ich habe die Möglichkeit hier, tolle Quatschtouren zu machen, Bootstouren. Das wird alles hier organisiert. Ich drehe mich mal rum. Hier ist das Bütchen sozusagen, wo man das buchen kann. Und das ist natürlich genial, traumhaft. Ich hätte jetzt gerne auch ein Kajak geliehen und ich hätte gerne hier viel gemacht. Aber wir haben ja das Problem, dass die Bura kommt. Und wenn die Bura kommt, sagte er, dann sollte man entweder hier stehen bleiben oder wirklich schnell wegfahren. Denn ich zeige euch mal den Hintergrund. Die Bura, die kommt immer von da, wo wir das Tal sehen. Und da ist ja diese wunderschöne
ja, Serpentinenstraße. Und diese Straße lädt natürlich die Bura ein, ordentlich viel Gas zu geben. Und das hatten wir ja im letzten Jahr. Ich möchte das nicht nochmal erleben, wo uns nämlich das Hinterteil weggeflogen ist und der Jörg große Sorge hatte, dass wir die Kricker Brücke runterfallen. Also müssen wir dann doch jetzt wohl weiterziehen. Aber jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen spazieren. Und ich nehme euch mit. Überall entdeckt man hier die Spuren von Winnetou, genau. Und nun komme ich zu meinem Versprechen für alle Winnetou-Fans. Und zwar, wenn ihr rausfahrt aus dem Campingplatz, fahrt ihr einfach den Weg entlang Richtung Sada. Und links, da findet ihr ja etwas ganz Besonderes. Habt ihr es erkannt? Na, welche Szene wurde denn hier gedreht? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Weiter gibt es auch noch ein Winnetou-Museum und viele, viele Dinge auf den Spuren Winnetous. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf die Spuren weitergemacht nach Sada. Aber vorher habe ich erstmal noch ein Dankeschön bekommen. Was heißt Danke auf... Danke, kleine, malo. Ah, okay. Malo. Ja, dann Prost, ne? Prost.